Heute grüße ich ganz herzlich vom Stadionbereich von einem Kanal, die das beobachtet, Hydrotech. Nehmen wir an, dieser dunkle Baum wäre ein Kirschbaum. Dann könnte ich sagen, dieser Kirschbaum gibt sicherlich Früchte und die Früchte sehen etwas so aus. Also weiße, schöne, also etwas rosarote, frische Kirschen. Und mit der Zeit, im Alterungsprozess, schauen sie dann schon ein bisschen faul aus. Dann sind sie dunkelrot aufgebrochen und das Bäuchel und das innerliche Eingeweide rennt raus. Und mit der Zeit sind sie dann abgefleischt von den Ameisen. Dann bleibt von dem zu dem zu dem nur mehr so ein Kern mit den Stellen übrig. Und ganz zum Schluss bleibt nur mehr der Kern übrig, wenn die Stängel auch verfault ist. Und der Kern wird zum Beispiel zerdrückt, push, und weg ist es. Und so hat ein Freund von mir, der 10 oder 15 Jahre ringt, den Notstand nicht zu verlieren, der sehr hochgebildet ist, er versucht, sich diese 15 Jahre zu beschäftigen mit dem Rechtssystem, Landesrecht, Bundesrecht, europäisches Recht, Schiedsgerichte, Völkerrecht, Verfassungsrecht, Verfassungsschutzprogramm. Und er hat zusammengestellt in den letzten 15 Jahren, um seinen Notstand zu sichern, von allen Verfassungsgerichtshöfen, Landesgericht, Oberster Gerichtshof, Völkerrecht, EU, Schiedsstellen, verstehst? Und hat 15 Jahre, 14 Stunden jeden Tag gearbeitet, um den Notstand zu sichern. Und dennoch hat man ihn manchmal wieder weggenommen. Und da fragt man sich, wenn es zweistellige Millionenbeträge von Männern gibt, die hochgebildet sind, also wo kein Verfassungsrichter so hohe Qualitäten hält und so eifrig arbeitet, ob das nicht irgendwo Energieverschwendung ist, wenn dann ein Mann sich zu Vereinen, Genossenschaften, zum Beispiel zu Amsel und so weiter, sich zusammenschließt mit anderen großartigen Denkern und wenn sie kämpfen in Graz unter Vereinen zusammengerottet, wo sie insgesamt höhere Bildung, Stände und Gesetzeskundigkeit aufweisen, wie alle Richter und Rechtswissenschaftler zusammen eigentlich in der Grazer Fakultät für Rechtsphilosophie aufweisen. Verstehst? Und im Grunde geht es dem Michi eigentlich nur seit 15 Jahren. Darf ich einmal buddern? Darf ich ein Kind haben? Und darf ich das billigste Fressen fressen? Ein Butterbrot. Da bin ich zufrieden, verstehst? Dann höre ich auf. Aber wenn der Nazistall aber so grob wird, verstehst, dass er da alles wegnimmt und immer mir meine zuschiebt. Also wenn er immer ratiger wird und das letzte Kind ausverdient, verstehst, und nicht mehr nachgibt. Und eben die dritte Nazi-Generation schon wieder fährt mit 17 Jahren, vor der Lenkerprüfung, 32 Sitze, weißmilierte Köpfe, schwarze Scheine, teure Wegen, verstehst? Wo das Kerosin mehr frisst, zum Beispiel als 10.000 Kinder. Da muss man sagen, ja, bist du noch nicht schon übergebildet? Musst du denken, ich habe Freunde, die eine andere Qualität haben, auch sehr tugendhaft, aber die haben schon 70 Vorstrafen und 70 Körperverletzungen schwerster. Weil wenn du mit dem das machst, dann gibt es eine Brade, verstehst du, dann fliegst. Dann machst du es nur 5 Minuten. Also es gibt die Zeitgenossen und die anderen Zeitgenossen, verstehst? Also beide Arten von Zeitgenossen sind natürlich hochtugendhaft, aber einer, der hat die Geduld nicht, verstehst? Wenn einer zum Beispiel einmal die Frucht des Leibes durch Koalition verliert, dann sagt er, okay, das bringe ich zur Anzeige, zu einem Schiedsspruch, ich lasse einlenken, verstehst? Aber der andere, wenn dem dreimal das hintere Land geschieht, der hat keine Geduld, verstehst? Der schlägt halt mit der Tugendhaftigkeit der Macht, der Potenz zurück. Überhaupt dann, wenn er noch verhöhnt wird, verstehst? So haben wir irgendwie eine schizoide Welt, verstehst? Wo der mächtige Mann so lang getreten wird wie ein Wurm, obwohl er die Potenz hat von 100.000 anderen Zeitgenossen.
muss ich denken, sein Mann, zum Beispiel, der 50 Jahre neben mir geht und jeden Tag schustert und zum Beispiel vielleicht 3 Generationen schon vom Kind nachgezogen hat, von der Körperkraft und von der energetischen Ausstrahlung, verstehst du, würden wir zu 10 ganz Europa niederschlagen können. 10 Informatik und Europa ist weg, verstehst du?